Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Wir schweißen heute mal was eine Runde für den Spreewaldkahn und was dieses alte verrostete Eisenrohr oder Stahlrohr damit zu tun hat und was wir daraus schweißen, das seht ihr heute in meinem neuen Video. Ja, ihr seht hier dieses tolle Eisenrohr und was hat es nun damit auf sich? Also, ein Spreewaldkahn, den hängt man normalerweise an eine Kette und diese Kette, nein, die darf man nicht an einen Baum hängen, denn der Naturschutz, der verbietet uns das und deswegen müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Dann nimmt man eben so ein Rohr und das schlägt man in die Erde und da müssen wir natürlich noch was ranschweißen, wo unsere Kette ranpasst und da habe ich mir schon mal so eine kleine Schablone vorbereitet. Da will ich links und rechts, aus Metall natürlich, logischerweise mit der Stabelektrode diese Laschen hier ranschweißen, wo dann früher oder später meine Kette rankommt. Dafür habe ich mir schon ein bisschen Stahl bereitgelegt. Da werden wir heute mit dem Plasmaschneider eine Runde was ausschneiden. Und das Ganze schweißen wir dann natürlich hier mit der guten alten Stabelektrode. Das schweißen wir hier ran. Und die Materialstärke ist optimal. Das sind, glaube ich, hier so 4-5 mm. Und das hier auch, also bessere Materialstärken kann es nicht geben für Stabelektrode und es macht ja auch riesig Spaß. Aber jetzt schneiden wir erstmal eine Runde Plasma. Ja, ihr seht meinen Aufbau. Wir trennen uns erstmal zwei gleich große Stücken raus, bevor wir nachher die Schablone noch auflegen und das Loch rausschneiden. Dazu habe ich meinen Lidl Plasmaschneider startklar gemacht. Wir stellen das Teil mal so auf 30 Ampere ein. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe den Originalbrenner dazu. Jo, mal gucken. Der erste Schnitt und den zweiten habe ich schon vorbereitet, den machen wir jetzt auch gleich noch. Dann schleifen wir das mit dem Winkelschleifer vielleicht noch ein bisschen glatt und dann bringen wir noch unser Loch und unsere Bögen rein. Ja, die Schnittkanten beim Plasmaschneiden, die sind natürlich nicht immer so super ideal. Natürlich der geübte Plasmaschneidemann, der kriegt das auch noch ein bisschen besser hin. Der sieht schon mal ein bisschen besser aus. Aber das machen wir jetzt mit der Fächerscheibe noch ein bisschen glatt auf beiden Seiten. Und dann schneiden wir noch unser Loch rein und unsere Rundung. Ja, ihr seht jetzt hier diese Schneideschablone, die jetzt zum Einsatz kommt. Ich habe als kleinen Trick, damit ich hier den Einstich vernünftig mache, da habe ich so ein kleines Loch vorgebohrt. Das ist immer besser so beim Plasmaschneiden, sonst wird es unordentlich. Wird eh schon nicht ordentlich. Deswegen machen wir es noch so gut wie möglich. So, was lernen wir jetzt daraus? Wenn die Schablone schon mäßig aussieht, dann wären die Bauteile auch nicht gerade super doll. Ich werde das jetzt mit der Flex noch eine Runde bearbeiten. Ich versuche das jetzt so schön hinzukriegen wie möglich. Es soll ja auch nicht super schön aussehen. Es soll ja keiner das Teil klauen, wenn ich es dann in die Erde schlage und meinen Kahn anflocken will. Ja, kommt. Ja, wie gesagt, das mit dem Plasmaschneiden war jetzt nicht so der Brüller. Dafür hier der Virtuose mit Fächerscheibe, Flex und Dremel. Und dann muss man sich am Ende sagen, hier soll ja nur eine Kette durch. Das soll eigentlich nichts weiter können. Das Ding soll nicht geklaut werden. Nur der Kahn soll gehalten werden. Also ihr könnt jetzt das Rohr in ganzer Länge sehen. Schon sehr angerostet. Irgendwie Beton noch dran. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abflexen. Metallisch blank, egal welches Verfahren man dazu nutzt. Es muss metallisch blank sein. Thank you.
Also das Rohr ist nicht mehr dolle. Ich hatte hier ganz schön zu tun, das Zeug abzukriegen. Aber Firma fährt will ja auch irgendwie leben. Naja, lassen wir sie, ne? Ja, ich nenne diese Teile mal Ohren und unsere Ohren haben eine Wandstärke von 5 mm. Das Rohr hat eine Wandstärke von 4 mm und das schreit förmlich nach einer 3-2er Stabelektrode. Aus dem Grund habe ich mir hier den Booster schon mal so ein bisschen bereitgestellt von Rehm. Den werde ich auf 130 Ampere setzen. Dann kommt hier noch eine ganz nagelneue Stabelektrode, eine 6013 rein. Und dann können wir das dreckige Zeug damit auch mal schweißen. Ich bin gespannt, wie er damit zurechtkommt. So, andere Seite noch. Und die andere Seite. Das Ding macht fast nur allein hier, Alter. Irgendwann. Also das Schönste am Stabelektrodenschweißen ist genau dieser Moment. Da klappt alles mit. Das musst du echt verreißen wollen. Krass. Und hat es auf der anderen Seite auch geklappt? Gucken wir mal. Auf diesem dreckigen Rohr mit einer Stabelektrode, das Teil ist der Brüller. Ja, ein Ohr haben wir dran, seht ihr hier hinten in der Ecke, ne? Das haben wir mit dem Booster gemacht und ich habe jetzt mal voll Bock auf so einen kleinen Contest. Wir nehmen mal das 201 Digital Pro von Weldinger. Wir lassen sie mal kurz gegeneinander antreten. Ich bin gespannt, ob wir das da auch so gut hinbekommen. Ja, der Booster hat schon mal abgeliefert. Das war sehr entspannt mit dem Teil. Und das Ganze versuchen wir jetzt mal mit dem Weldinger 201 Digital Pro, ob wir das auch so gut hinbekommen. Ich bin gespannt. Selbe faire Bedingungen. Das Ganze bekommt jetzt auch, ja, ich denke mal, nehmen wir auch eine 3-2er Elektrode mit 130 Ampere. Ja, die Rebenseite habe ich jetzt mal mit Schweißerkreide markiert. Ja, also Schweißerkreide, das Zeug hier, kann man schön auf Metall malen, schreiben. Jetzt rüsten wir um auf das Weldinger 200 EW 201 Digital Pro. Ja, dann gucken wir mal, wie das performt. Also ziemlich schon mal genauso gut. Gut, die erste Seite sieht schon okay aus. Umdrehen. So, und ich glaube auch bei dem Weldinger. Das Ergebnis jetzt nicht so verkehrt aus. Gucken wir uns mal die andere Seite gleich an.
So, die andere Seite noch von dem Weldinger EW201 Digital Pro. Also hier nochmal der direkte Vergleich. Ja, hier auf der Seite Rehm, ganz gut, super, kann man nicht meckern. Das EW201 Digital Pro. Beides schöne Nähte. Also ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden, wenn ich müsste zwischen den beiden Geräten. Das eine ist etwas günstiger, das andere etwas teurer. Ja, und haben beide auch so ganz Keiming-Material geschweißt. Ja, zwei Schweißgeräte. Ihr seht sie da hinten noch stehen. Eine Message. Die Message lautet: Stabelektronenschweißen macht immer Spaß und gute Laune, egal mit welchem Gerät. Also ich mag beide sehr gerne. Preislicher Unterschied, das Gelbe kostet in etwa die Hälfte als das Orangene. Beide haben ihre Qualität. Ja, mein Projekt ist fertig. Der Kahn kann eingeflockt werden und festgeschnallt werden am Ufer, dass er nicht abtreibt und auch nicht geklaut wird hoffentlich. Ja, das war mal wieder eine Folge vom Spreewälder. Ich werde jetzt hier ein bisschen was in die Erde schlagen gehen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Spreewälder wieder ein. Und bis dahin sage ich ciao und macht's gut.